Bon après-midi. Il y a encore de la lumière, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Women and Eggs. We don't want to die in hospital. Einen schönen Spätnachmittag. Es dämmert schön draußen im Baum. Über dem begrünten Carport sind regelmäßig Schwalben zu sehen, die brechen sich der Ästchen raus und bauen Nester. Thema ist Patientenverfügung. Vorher möchte ich ein Paket auspacken aus Amerika von Better World Books. Ich möchte gerne über Wissenschaft und Spanisch lernen. Deshalb habe ich mir eine Bücherserie besorgt, die gleichzeitig Nachweis meines US-Masterabschlusses ist. Und die Bücherserie gibt es auch auf Spanisch. Und ich habe mir den ersten Band gebraucht auf Spanisch besorgt. Und jetzt kommt hier noch etwas. Ich halte das mal an die Kamera. Ich mache das mal auf. Mit der Schere habe ich Bitumen geschnitten, deshalb ist nicht mehr ganz so taufrisch. Ist noch eingeschweißt, da habe ich nah genug am. Da ist es auf. In die Eieruhr stellen. Heften gibt es leider nicht auf Spanisch. Das sind die dünnen, aber die großen Bücher, die dicken Bücher, die gibt es auf Spanisch. Ich habe aber erstmal nur den ersten Band auf Spanisch gebaut. Den Rest habe ich auf Englisch. So. Ich nehme mal hier weiter die Scheren. Und es ist das Solution Manual for Students. Volume 1, Chapters 1 to 21 to accompany Physics for Scientists and Engineers, 4th Edition. Tipler Paul A. Blatt, Frank J. Okay. Tada. Keiner braucht mehr selber zu denken, wenn man die Lösungen muss. Ja, sieht aus wie so ein typisches Lösungsheft aus Amerika. Ja, noch ein paar andere von, also die von den späteren und auch noch ein anderes. Ja, freut mich, dass das funktioniert hat. Sind auch schon mal Bücher in deutschen Zeugen geblieben, wieder richtig. So. Ich leg das mal hier rein, das ist im Zweifelsfall auch ein guter Nachweis für meinen amerikanischen Abschluss. Das ist fast. So, Thema Patientenverfügung. Und wir haben auch noch 20 Minuten auf der Eieruhr.
So, wir waren auf angekommen bei der Vorsorgevollmacht. Lecker Kaffee. So. Vorsorgevollmacht. Das ist übrigens das Heft der Verbraucherzentrale, was schon ein bisschen älter ist. Ist die 19. Auflage. Das Vorsorgehandbuch. Das ist dieses Heft. Gefällt mir besser. Die Vorsorgevollmacht. In der Vorsorgevollmacht können Sie eine oder mehrere Vertrauenspersonen bevollmächtigen, Mächtigen für sie Entscheidungen zu fällen und zum Beispiel Verträge zu unterschreiben. Die Vollmacht kann sich sowohl auf Entscheidungen über medizinische Behandlungen als auch auf andere wichtige Geschäfts- und Lebensbereiche wie Finanzen oder die Bestimmung des Wohnortes beziehen. In der Vorsorgevollmacht legen Sie also schon im Voraus fest, welche Dinge im Bedarfsfall von wem zu regeln sind. Sie kennen durch eine Bevollmächtigung für Gesundheitsangelegenheiten insbesondere die Durchsetzung Ihrer Patientenrechte sicherstellen. Die Vollmacht sollte nach außen gegenüber Dritten sofort gültig sein. Alle Vereinbarungen zu den Bedingungen und zur Nutzung der Vollmacht sollten in einer gesonderten Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem im sogenannten Innenverhältnis festgelegt werden. In der Regel macht eine ausführliche Vorsorgevollmacht die gerichtliche Bestellung eines Betreuers überflüssig. Allerdings kann es Situationen geben, für die eine Vorsorgevollmacht nicht ausreicht. So kann es zum Beispiel sein, dass einzelne Lebenssituationen in der Vollmacht nicht berücksichtigt werden oder die Regelungen dazu nicht eindeutig sind. Um sicherzugehen, dass eine Person ihres Vertrauens bei der Wahl des Betreuers vom Gericht berücksichtigt wird, können Sie die Vorsorgevollmacht durch eine Betreuungsverfügung ergänzen. Okay. Ich meine, ich finde das hier jetzt gerade ziemlich fragwürdig. Das Ding heißt Patientenverfügung und das Erste, was beschrieben wird, ist eine Vorsorgevollmacht. Und die Patientenverfügung kommt ganz zum Schluss. Und die Betreuungsverfügung ergänzt das Ganze nur. Hier steht das ein bisschen anders drin. Ich finde es wirklich nur noch fragwürdig.
Ich weiß auch nicht, warum sowas öffentlich geführt wird. Die Verbraucherzentrale NRW ist, glaube ich, ein Verein, der von der Landesregierung mit Steuermitteln bedacht wird. Ich weiß nicht, warum die sowas, was nicht im Sinne der Bürger des Landes NRW ist. Man wird hier nämlich im Grunde genommen so informiert, dass man was hineingeredet wird, was man gar nicht haben will. Ich habe den Eindruck. Ich kann mich gegen sowas wehren. Ich bin aufgrund meiner bisherigen Lebensführung und Lebenserfahrung bei sowas ein kritischer Mensch geworden. Ich finde es nicht gut. Ich sag's nochmal. Wäre ich besser. Ich würde mit den Fragen anfangen, so wie ich das gemacht habe. Der Eindruck verfestigt sich. Naja. Ich habe bei YouTube so einen Ding im Lodenmantel gesehen, der von einer Frau befragt wird. Also es ist kein Mantel, es ist eine Lodenjacke, der von einer Frau befragt wird. Er ist Professor und Fachmann für das Ganze. Und die Frau hat sich wirklich darauf vorbereitet. Und die kriegt es immer noch nicht hin, gerade deutsche Sätze rauszusprechen. Ich finde es abenteuerlich, was so alles als Jurist durch die Gegend läuft. Da muss man sich über solche Heftchen auch nicht kümmern. Ich bin gerade wieder beim Arbeitsgericht und dem Vorsitzenden und der Vorsitzenden in ihrem Karnevalskostüm. Die Rechtsanwälte ziehen Richter oben an, ist total. Ich sag besser nichts mehr. Ich wusste, dass unser Rechtssystem verhaltensoriginell ist. Und ich kenne das auch von anderen Leuten beim Arbeitsgericht. Und auch von früher beim Arbeitsgericht. Aber das... Am geilsten ist, was alles über die DGB Rechtsschutz GmbH verhandelt wird. Das ist so, boah. Ich habe da gesessen und so einen Hals gekriegt. So, wir sind bei der Betreuungsverfügung angekommen. Den Warteraum müssen ja auch unaufgefordert aufschließen. Ich weiß nicht, warum der immer verschlossen ist. Das ist eine einzige Unverschämtheit. Der Justizangestellte hat auch keinen Schlüssel für den Warteraum. Der reagiert auch nicht darauf, wenn man ihm sagt, er soll den Warteraum aufschließen. Naja. Jetzt habe ich wieder einen Termin. Wahrscheinlich sage ich dem Typen an der Tür, er soll direkt bitte dafür sorgen, dass der Warteraum aufgeschlossen wird. Ich habe überhaupt keinen Bock, in diesen Gerichtssaal vorzugehen. Die Betreuungs... Noch einen Schluck Kaffee.
glaube, ich mache gleich noch eine Folge Arbeitsrecht. Ich war bei Beschluss 11 angekommen. Betreuungsverfügung. Die Betreuungsverfügung ist für den Fall gedacht, dass vom Gericht eine gesetzliche Betreuung angeordnet werden muss. Okay. Das ist immer dann der Fall, wenn jemand wegen einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht regeln kann und auch keine andere Person dazu von ihm bevollmächtigt wurden. Das Gericht bestellt dann einen Betreuer. So. Hier steht das Gericht, also es ist ein spezielles. Ihr habt ja auch schon Abenteuerliches erlebt. So. Dieser Betreuer muss im rechtlichen Sinne geeignet sein, das heißt, er muss bestimmte Kriterien erfüllen, kann aber eine für den Betroffenen völlig fremde Person sein. Bei der Wahl des Betreuers oder Betreuerin sollte das Gericht jedoch den Vorschlag des zu Betreuenden berücksichtigen. So. Der Betreuer muss im rechtlichen Sinne geeignet sein. Das heißt, er muss bestimmte Kriterien erfüllen. Welche das sind, steht hier auch nicht. Würde mich auch mal interessieren. Sie haben also maßgeblichen Einfluss auf die Betreuungsperson, wenn Sie Ihren Wunsch in einer Betreuungsverfügung zuvor festgelegt haben. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee, wen ich da drin haben stehen haben will. Ich würde eine Berufsgruppe da reinschreiben, nämlich Sozialrichter. Das für mich zuständige Sozialgericht ist das Sozialgericht Düsseldorf. So was funktioniert aber auch nicht immer. Ach ja, das war nicht schön. So. Die Betreuung bezieht sich nur auf die Lebensbereiche, für die aktuelle Entscheidungen anstehen, also zum Beispiel finanzielle Angelegenheiten, einen etwaigen Heimumzug oder auch Gesundheitsfragen. Der Betreuer ist gesetzlich verpflichtet, sich an den Wünschen und an dem Wohl des Betroffenen zu orientieren. Sein Handeln wird durch das Gericht kontrolliert. Ich wollte hier noch einen Brief schreiben. Man könnte auch mit einem Verwaltungsgericht einen Brief mit einer Frage schreiben. Seite 24. Die Inhalte einer Betreuungsverfügung und einer Patientenverfügung müssen vom Gericht und vom Betreuer berücksichtigt werden. So. Der Betreuer.
muss im rechtlichen Sinne, und warum die geeignet dann in Anführungsstriche setzen, weiß ich auch nicht. Ich würde da einfach nur geeignet hinschreiben. Ich kenne aber mich mit dem Betreuungsgesetz auch nicht so richtig aus. Frage. Ach, ich habe mir hier ein Zitat auf. Der Betreuer muss im rechtlichen Sinne geeignet sein. Geeignet mit Anführungsstrichen. Das heißt, er muss bestimmte Kriterien erfüllen. Frage an das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Kostet mich 70 Cent. Mal gucken, ob ich eine schriftliche Antwort bekomme. Manchmal wollen die, dass man da hingeht. Welche Kriterien muss ein Betreuer erfüllen? Die Mine läuft wirklich einfach nur aus. Nein, ich habe ja andere zu Hause. So geht das. Ich will ja nicht in den Buchen schmieren. Ich weiß nicht, warum die Spitze so scheiße ist. Hier oben aufschrauben und dann kommt das raus und dann kann man dann eine Kugelschreibermine reinsetzen. Da ist auch noch jede Menge Tinte drin. So, es geht dann in der nächsten Folge weiter mit der Vollmacht und Verfügungen auf einen Blick. Und der Checkliste, worauf sie achten sollen. Das heißt, es lohnt sich. So. Und ich trinke jetzt in Ruhe meinen Kaffee und warte auf das Klingeln der Eieruhr. Danach gucke ich nochmal ins Arbeitsgerichtsgesetz. Muss ich auch nochmal. Ist ja bald Dienstag. Tschüss. Bis gleich. Ein schöner Sonnenuntergang. Ich gucke hier genau nach Westen und es gibt so einen hellen Streifen am Horizont, dazwischen eine Wolkendecke und darunter ist auch noch eine Wolkendecke. Und deshalb kann ich den genau sehen. Also nicht ganz nach Westen. Westlich. Aber im Grunde genommen gucke ich ganz nach Westen. Ja.
haben wir einen Nachtkasten auf dem Balkon im Sommer. Tschüss.